Hey Internet und YouTube, zurück bei Zappa. Ich habe die Mission gestartet. Und bin mit Daddy aufs Boot gestiegen. Und jetzt auf Dead Island. Maybe. Maybe not. Nicht mit dem Schiff fahren. Bitte lass mich nicht am Steuer. Bitte, 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 bitte. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. No! Limit für 20. Das ist viel zu wenig. Er hat uns nie enttäuscht. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Hier liegt ein blöder Felsen vorne. Tut mir der Fels? Das kann doch nicht sein, oder? Das kleine Ding hier links. Das will mir noch nicht wehtun. Ist das ein Felsen? Was ist das? What is this? Sieh, sieh zu und lerne. Das sind Kisten. Alright, alles klar. Achtet auf die Klippen. Alles einholen. Kein Segel, alles einholen. Das war knapp. Okay, könnten wir ein bisschen Gas geben? No, 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 no. Easy. Puh. Offene See, ja. Bisschen mehr Platz hier, danke schön. Ist das die Welcome? Und sie geht vor Anker. Direkt drauf zu. Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Was glaubst du, was ich mache? Sieht aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Feind voraus! No! Sie versuchen zu fliehen! Dann ihnen nach! Gebt mir alles! Volles Segel! Die Sequenz kann doch nicht hier direkt vor dem Felsen einsetzen! Halbes Segel! Nicht so schnell hin! Oh Mama! Zuerst mit halbem Segel hier durch und dann geben wir Gas, okay? Okay, und go! Alle Segel! Ich nehme die Abkürzung rechts. Durch den Wind. Hier ist kein Wind. Hier ist Wind! Eigentlich zum Kapitän gebracht. Hey, shut up! Shut up! Ich hab alles unter... Oh, 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 fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich weiß auch nicht, warum ich hier lenken muss. Ich verstehe überhaupt nicht. Oh, shit! Ich hab gerade die Segel gesetzt. Wollt's wieder vorbei? Und Gas! Es sieht fast so aus, als wolltest du daher kommen. Sind nicht vorbei. Oh, was denn? Nichts passiert. Kreuzwinde! Ich kann die nicht gebrauchen, die Kreuzwinde. Komme ich hier durch? Oh, das geht sich. Und Gas. Nein, das war nicht das Richtige. Au! Oh, jeder beschimpft mich hier. Oh, what? Wir werden keine zweite Chance bekommen. Das, also... Diese Winde! Etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Ey. How about to shut up? Volle Segel ist volle Segel! Das ist perfekt, das geht sich genau in diese Kurve aus. Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Wir gehen zwischen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außen rum. Immer mit der Ruhe jetzt. Gott verdammt, wir verlieren ihn noch. Ey. Papa. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst. Ja, eben, also immer mit der Ruhe hier. Alles wird gut. Hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Ja.
Ich muss aber nach links. Voll mitgenommen, oder? Yes. Ja, das war super. Die, oh no. No. No, 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 no. Waffen bereit machen. Wir werden das Feuer erwidern. Wie war denn das? LT? LB? LT? Church, nutzt den Angriff als Deckung. Versenkt ihn, bevor er flüchtet. Schickt den Bastard auf den Meeresgrund. Ah, hier vorne ist mein X. Ah, mein rotes Ding. Ich war daneben. Das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst wichtig. Ich muss nur auf das... Oh mein Gott! Vorsicht! Ich bin noch dabei. Köpfe runter! Lass Church nicht entkommen! Das war daneben! Der Schuss hat uns voll getroffen! Das war doch ein Kratzer! Jetzt lässt er los! Warte, den nehme ich noch! Bereit machen, Jung! Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Ich habe andere Ziele! Ich dreh mal hier kurz um, oder? Now what? What? Ich darf's nicht versenken. Shut up! Nicht versenken! Oh mein Gott, nur mit... Ich hab doch beide, oder nicht? Nochmal! Nachladen! RT! Oh no, no. Uno momentos. Jetzt! Hab ich dieses dumme... Ja, okay. Okay, okay. I think I did it. I think I... Weniger Segel! Weniger Segel! Ja, ich muss hier nämlich die Kurve kratzen. Kriegen. Gebiet nicht verfügbar. Ich will dieses Gebiet gar nicht. Shit! Warte, 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 warte. Und noch Moment da. Und daneben. Das war eine... Drehen. Ihre Salve hat gesessen. Ja, jetzt ist die Deckung zu spät, Freunde. Warte, wartet. Ich hab den voll getroffen. Also, noch wenn es nach mir ginge. Nee, jetzt nicht. Das gebe ich zu. Immer wenn ich loslasse. Pass auf jetzt. Pass auf, was jetzt passiert. Oh shit. Ich muss abdrehen, ich muss abdrehen. No, das gibt eine Collision, das gibt eine Collision. Fuck. Bereit zum Feuern. Feuer. Stirb. Wie sehen wir aus? Oh, das sieht doch gut aus, oder? Runter mit den Segeln. Und jetzt du noch. Auf mein Zeichen! Feuer! Hab ihn! Oh mein Gott, I did it? Da steht er ganz ruhig hier. Wir sehen, wir haben uns schlecht. Kotztüten werden anschließend verteilt. Gegen den Wind kommt ihr nicht weit, Captain. Bringt sie zum Halten. Weniger Fahrt, Segel streichern! Jetzt ganz ruhig hier ran. Halbes Segel. Noch halbes Segel. Ja, halbes Segel. Männer, bereit zum Einsatz.
Wow. Okay, Gott sei Dank, ich habe eine Sequenz. Was tust du denn? Ich beende es. Warum hast du nicht gleich das Steuer übernommen, mein Freund? Ah, denkst du an unser Schiff auch, oder? Sichert die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Auf den Bugen! Very good, Mindestlänge an Atem, was? Welche Offiziere? Welche Offiziere? Zum Beispiel, wartet! Dankeschön, Offizier. Offizier ist hier. Servus, Wartepapier. Wo ist der nächste Offizier? Wow. Bist du verrückt? Bist du mir entgegengesprungen, mein Freund? Natürlich ist er auf der anderen Seite, natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung, töten. Muss töten! Ich seh nix! Ein Offizier? Für mich? Oh, warte, oh, der ist an mir vorbeigelaufen! Nicht schief, was schießt denn hier? Moment, töten. Siehst du? I did it, you too. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Wenn ich das nur wüsste. I don't know. Clever. Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin. Einen Traum, den du zerstören wolltest. Und da. Dafür mein Gef... Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Aha! Ganz easy. Keine Sekunde gezögert bei dem X. Ich frage nochmal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort.
Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat. Die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zamanios, Ginaa. Diahne de Gantu Titogaske. Das war richtig. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Volle Synchronisation! I can't believe it! I'm the best Assassin's Creed player ever existing on this planet. And on other planets too. Wenn irgendwo ein Alien jetzt gerade Assassin's Creed spielt, keine Chance. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Surrey? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinnesmann? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann.
Very good, dann auf nach New York, New York. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.